So, willkommen, lieber Krebs. Du bist der Erste, den ich lege für die Aprilenergie 2021. Also, ich habe dich zwar lieb, lieber Krebs, aber nicht deswegen bist du Erster, sondern weil ich dich so gezogen habe. Da ist mein Krebs jetzt. So, jetzt gucken wir mal, was deine Aprilenergie uns so zu sagen hat. Hier ist deine Energie. Und ich habe mir hier so einen Zettel geschrieben, dass ich alles abarbeiten kann, was euch vielleicht interessiert, weil sonst vergesse ich immer die Hälfte und quatsch mich hier tot. Ich quatsch halt einfach gerne. Also, jetzt schauen wir mal. Für dich haben wir, hoppala, hier und jetzt. Für dich haben wir Bewusstsein. Das heißt, im Hier und Jetzt dein Bewusstsein ist schon sehr wichtig, weil du möchtest ja schöne Dinge erleben. Ich muss dich jetzt gleich richtig hinlegen, dass du das auch alles siehst. Und du hast die Zauberin. Die Zauberin ist ein Aspekt, also meines Glaubens nach, ein Aspekt aus einem Leben, was du schon gelebt hast, erfolgreich beendet hast. Diesen Aspekt hast du in dir. Und wenn du jetzt eine Thematik hast, die du schon mal gelöst hast, ist egal, ob positiv oder negativ, kriegt dieser Aspekt Energie und zeigt dir Lösungen auf, weil du musst, hast es ja schon gelernt, du musst es nicht nochmal lernen, du kannst das schon. Wenn du daran nicht glaubst, wenn du sagst, hier, ich werde nicht wieder geboren und keine Ahnung, will ich nicht, und du glaubst an Gott, dann ist das eben dein Schutzengel, dein Begleiter oder. Wenn du auch sagst, das ist noch größerer Krampf, dann sage ich ganz einfach, das ist eine Person, die in dein Leben tritt und die dir sehr helfen kann und die sehr charismatisch ist. Also du den Eindruck hast, dass die sehr besonders ist. So, jetzt such dir das aus, was dir am liebsten ist. Hier hast du einen Neuanfang und du bist bewusst dankbar. Also dir hast hier schöne Dinge. Hier ist zwar was in Unordnung, du erlebst aber trotzdem schöne Dinge, weil du transformierst die ja schon. Also du bringst das wieder in Ordnung. Hilft auch die Zauberin und hilft dir auch bei wirklich schönen Dingen. Du lernst im Hier und Jetzt einen Neuanfang und bringst im Vertrauen alles in Ordnung. Dann ist auch bewusst, hier ist die Unordnung, da oben ist sie, und hier bringst du alles schon wieder in Ordnung, und das sehr bewusst. Hier liegen Ahnen oder Vergangenheit, je nachdem, wie du das siehst. Und hier ist ein Neuanfang, wo du noch gar nicht weißt, der dir sehr unbekannt ist, den du noch nicht durchschauen kannst, wo du noch nicht genau weißt, wo es hingeht, aber es scheint schön zu werden. Der Abschied von der Unordnung ist hier oben schon. Und unveränderbar in deinem Leben, im Hier und Jetzt, ist Vertrauen, ist die Ordnung und eben der Aspekt, der dir wirklich hilft im Hier und Jetzt. Die Unordnung hat einen Kampf ausgelöst in dir selber. Werden wir gleich mal schauen, in welcher Art und Weise. Hier kommen auch Meldungen, unbekannte Meldungen, die du nicht wusste oder nicht hingeschaut hast, was dir jetzt gemeldet wird. Da ist bloß, dass das Ganze bald passiert. Unveränderbar ist auch die Ordnung mit dem männlichen Aspekt, das heißt eben dein Vorwärtsdrang, dein Drang, Sachen zu erledigen, deine Sachen zu machen, deinen Weg zu gehen, ist hier sehr ausgeprägt im Hier und Jetzt und das ist gut so. Das ist dein Vater, das ist dein Freund, das kann dein eigener Papa sein, dein eigener Vater sein, wenn du sagst, nee, das kann unmöglich mein Vater sein, weil, egal, dann ist es ein älterer Freund, ein Nachbar, ein Chef, irgendeine männliche Person in deinem Leben, die irgendwo dein Freund ist, der aber auch hier einen Kampf mit Unordnung hat. Und hier kommt Geld. Aha, hier hast du zwar einen Neuanfang, aber du weißt noch gar keine, hast noch gar keine Ahnung, wie das mit dem Geld ausschaut und so. Da bekommst du erst offizielle Meldung. Wissen erlangen, mutlos, Blockade. Also, dieser Neuanfang lässt wahrscheinlich ein bisschen auf sich warten, weil du da ein bisschen mutlos wirst. Vielleicht dauert das ein bisschen. Das werden wir auch gleich rausfinden. Hier ist auf jeden Fall ein Gewinn. Die Öffentlichkeit und Emotionen. Dann haben wir lange Zeit und bald. Also, bald kommt, dauert aber für dich lang. Also, dieses bald ist, sage ich immer, sind so in der Monatsenergie 6 Wochen rauf, runter. Du kannst mittendrin stecken, du kannst am Anfang sein, du kannst am Ende sein. Das ist Energien, die fließen, die lassen sich nicht wirklich einordnen. Das heißt, dieses bald ist wirklich bald. Für dich dauert es aber gefühlt lange. Emotionen gehen im Verlust und das ist auch in Ordnung. Das werde ich dir erklären, warum. Ja, dein
wenn es jetzt dein Vater ist, der hat hier auch bald Abschied von seiner Unordnung und seinem Kampf. Das wird immer weniger, was in der Vergangenheit war. Und das ist ein Gewinn für ihn. Das ist sehr schön für deinen Vater oder für den Herrn, der da liegt. Du kriegst Hilfe aus jeder Richtung. Und deine Hauptenergie sind Gespräche. Okay. Also, Gespräche werden wichtig in diesem Monat April. Aber du bekommst hier auch überall und immer Hilfe, lieber Krebs. So, jetzt arbeiten wir mal erstmal die Punkte ab. Die erste ist Arbeit. Der liegt hier. Das heißt, das, was du bis jetzt getan hast, geht in Verlust, was immer es war. Ist nicht mehr. Hast du relativ lange Zeit gemacht, hast du aber einmal nicht mehr. Und warum geht das in Verlust? Ich habe hier keine Arbeit, das ist jetzt schon wieder doof. Wenn ich keine Karte Arbeit habe, dann schauen wir mal, warum das jetzt in Verlust geht, was du lange Zeit gemacht hast. Weil Familie. Weil Familienliebe. Okay. Also, das kann jetzt wieder mehr bedeuten. Entweder geht es in Verlust, weil du in der Familie arbeitest mit Liebe, weil der Familienbetrieb oder das Familiäre, wo du bis jetzt gearbeitet hast, einfach nicht mehr dein Leben ist, obwohl es du gern gemacht hast. Also du warst hier gern und du hast hier wirklich gern Verbindung gehabt, aber das geht trotzdem im Verlust, unveränderbar. Meldung, Gespräch, schaue ich gerade. Weil das ist das Geld. Das Geld kommt unveränderbar in Ordnung. Also Geld wird gut. Hier liegt auch Geld. Geht in Heilung. Kriegst du eine Meldung dazu. Vater bald. Also Geld wird gut. Also kann ja das hier nicht so schlecht sein hier. Also was du getan hast, geht in Verlust. Und was du in Zukunft tun wirst, ach, das kommt hier in Beordnung. Ah, okay. Okay. Irgendwas geht in Verlust. Dadurch kommt Ordnung rein. Dankbarkeit, schöne Dinge erleben. Die Unordnung verabschiedet sich. Und du lernst diesen Neuanfang und diese Mutlosigkeit kommt von der langen Zeit hierher. Hier dauert dir etwas zu lange. Du möchtest es unbedingt wissen und weil das nicht gleich kommt, wirst du mutlos und blockierst dich dadurch selber, weil du eben nichts weißt. Das ist also das, was dich ein bisschen nervt hier. Geht aber in Verlust, weil du lernst diesen Abschied. Hier, du lernst diesen Abschied und damit kriegst du wieder bewusst schöne Dinge und alles kommt in Ordnung. Und das hier, was angefangen hat, geht in Verlust. Also hier, es gehen auch deine Emotionen im Verlust. 7, 14, 28. Und zwar, Emotionen ist immer etwas Gelerntes, immer etwas, was zusammenhängt. Also wenn du dich jetzt, du bist in Urlaub und irgendwo bellt ein Hund und du kriegst ein schlechtes Gefühl. Wenn du dann schaust, warum fühle ich mich jetzt einfach so schlecht, warum ärgert mich jetzt der Hund, der bellt halt einfach, weil vielleicht dein Nachbarshund auch immer bellt. Dann hast du Bellen und schlechte Gefühle zusammen gemacht, das ist eine Emotion. Das ist genauso, wenn du wo Kindheit aufgelernt hat, Tante Erika, ich muss lächeln, wenn Tante Erika kommt, wirst du das auch noch mit 50 tun, auch wenn da gar nicht noch Lachen zumute ist, du wirst deinen Mund verziehen, weil du es genauso gelernt hast und das ist eine Emotion. Emotion ist immer etwas Gelerntes und auch da gehen Emotionen in Verlust, die dich blockiert haben. Und das hat mit dieser Arbeitsfamilie zu tun, die jetzt in Verlust geht. Du hast sie zwar geliebt, aber du hast hier auch Emotionen gehabt, die nicht sehr gut waren. Du hast ja Sachen gelernt, die jetzt im Verlust gehen dürfen, weil jetzt kommt hier alles in Ordnung und bewusst in Ordnung. Hier ist der männliche Aspekt, das heißt, der tut. Also hier kommt wirklich unveränderbares Tun ins Leben, das alles in Ordnung bringt, auch die Arbeit, weil das, was du jetzt bis jetzt getan hast, geht im Verlust. Das kommt nicht mehr, aber es kommt hier alles in Ordnung. Gut, also ich kann da jetzt nicht sagen, ich habe hier bloß eine Meldung bekommen, die mit Heilung des Geldes zu tun hat und auch da mit der Arbeit, die unveränderbar, wo du darauf zustrebst, kommt eine Meldung, die dir aber hier zu lange dauert, bis die kommt. Ja, das bist halt ein bisschen wie sagt man denn da? Ja, es dauert ja alles zu lang. Aber auch das kommt in Ordnung.
genau, Geld. Geld war da. Geld kommt in Ordnung. Du hast Vertrauen, unveränderbar. Geld geht nicht in Verlust, sondern Geld kommt ins Tun. Und die Emotionen gehen in Verlust und Ordnung herrscht wieder. Geld liegt auch hier. Der Vater, der wird da auch immer wieder mal was zustecken oder dich irgendwo unter die Arme greifen oder der Mann hilft dir oder so. Da liegt auch Geld drauf. Und bald, also bald kommt hier wirklich alles in Ordnung. Kommt dir vor, wie lange Zeit. Aber alles ist gut. Dann habe ich auf mein Zipfelspeckel hin Liebe. Liebe liegt hier. Hier ist auch momentan oder hier liegen ein paar Blockaden in Sache Liebe. Ja, das ist, du hast einen Freund und hier ist Vertrauen, das unveränderbar ist, aber du da noch nicht, also dieses Vertrauen ist dir noch unbekannt, dieses wirkliche Vertrauen. Da sieht man schon wieder Sachen, die einen blockieren, die vielleicht gar nicht da sind. Also hier ist ein bisschen, ich würde jetzt sagen fast eifersüchtig, Eifersucht, weil man hier meint, etwas zu sehen, was einen blockiert. Da heißt es aber, habe Vertrauen. Alles, die Gefühle, die auch Emotionen sind in der Liebe, also diese Emotionen bringst du im Vertrauen, auch in Verlust, die auch hier sind. Denn dein Freund, alles gut. Hier, wenn ich jetzt sage, es ist nur dein Freund, liegt er hier. Der war in der Vergangenheit schon eher, also er war, an den konntest du dich auch anlehnen, bist auch sehr dankbar gewesen, kannst mit ihm schöne Dinge erleben, aber auch der hat eben hier ein bisschen einen Kampf, ein bisschen Unordnung, was aber in unserer Zeit jetzt nicht so verwunderlich ist. Aber hier ist eben unbekanntes Wissen, du meinst unbekanntes zu sehen, weil man dir was erzählt und das ist, aber du hast hier die Zauberin, also hast du schon mal gelöst, konntest du schon mal lösen, diese Energien kommen wieder und du kommst auch hier wieder in die Heilung, was dich momentan ein bisschen triggert im April. Was auch immer es sein mag. Also es nervt, weil das liegt auf die Mäuse. Das heißt, also ein Triggerpunkt, irgendwas passiert im April, was dich ja gerade mit deinem Freund in der Liebe wieder triggern lässt. Das ist ja zwar unbekannt, was jetzt passiert, aber es erinnert dich an etwas und das sind wieder Emotionen, die da eben in Verlust gehen. Brav. Dann haben wir Familie. Familie liegt hier, da ist irgendwas in Unordnung. Aber das wird transformiert. Also das hängt aber sehr mit deinem Vater zusammen. Der auch irgendwie nichts sieht, nichts hört. Ja, der macht sich ja Sorgen ums Geld. Weil er hat einen Kampf. Und aber bald kommt er ins Tun. Der macht sich auch sehr viel Gedanken. Und ich schätze mal, dass du das wahrscheinlich auch irgendwie mitkriegst. Also es muss nicht dein Vater sein. Es kann auch ein Chef sein oder ein älterer Herr, eben, der hier auch mit der Unordnung kämpft, aber eben das auch schon verabschieden kann und weniger wird. Komme ich jetzt auf die Familie, weil da liegt Unordnung, dann haben wir noch, hier ist Familie, also hier kommt eine Meldung, die dann eben auch unveränderbar ist und diesen Kampf auslöst, siehst du. Weil es sind ja deine Karten, auch hast du auch diesen Unordnungskampf und das wird ausgelöst von dieser Meldung. Und Gesprächen, weil da die Meldung liegt auf Gespräche. Das heißt, darüber wird man sprechen und das wird ein bisschen konfus hier in Unordnung und den Kampf. Aber es heilt hier schon und du selber liegst hier, das ist dein Haus, da liegt Heilung drin. Das heißt, es ist egal, was kommt, es heilt bei dir ganz schnell. Du lässt da wenig an dich ran und die lange Zeit, wo es dich getriggert hat, was auch immer es sein mag, geht auch in Verlust, das ist gut. Dann haben wir Hobby, da habe ich die 9 genommen. Hier, das heißt, alles, was du gerne magst, was du wirklich gerne magst, da darfst du jetzt auch sehr viel lernen. Auch aus der Vergangenheit, also etwas, was du in der Vergangenheit schon getan hast, auch darauf darfst du lernen, was du bis jetzt nicht gesehen oder nicht gehört hast. Und du bringst alles in Ordnung. Das ist praktisch, wie du hast jetzt in der Vergangenheit ein Bild gemalt und schaust es dir jetzt nach einem Jahr oder was nochmal an und merkst, hoppala, das hätte ich noch anders machen können. Und das, weil du es heute aus einem anderen Blickwinkel siehst, das hast du vorher nicht gesehen und damit kannst du wieder mehr Ordnung in deinem Stil oder in deinem, was auch immer du gerne tust, reinbringen. Und das ist auf jeden Fall ein Gewinn und das wird dir bewusst und darf dich auch sehr freuen und dich sehr ins eigene Vertrauen zu bringen, weil du lernst und entwickelst dich. Und dann haben wir Tiere, falls du Tiere hast.
ist hier, also hier ist ein Tiergewinn. Das könnte sein, du kriegst erst ein Tier. Oder du siehst deine Tiere wirklich als Gewinn, obwohl sie da, der Gewinn ist noch blockiert. Das heißt also, entweder wenn du ein Tier hast und du siehst es als Gewinn, könnte es dich ab und zu auch blockieren, weil es könnte hier sein, dass ein Tier krank ist und erst wieder geheilt werden muss, was aber heil wird. Gewinn von Emotionen heißt einfach, du durch Tiere wirst du fühliger, gefühlvoller, du nimmst also mehr wahr vom Tier und wirst auch für dich lernen und Wissen erlangen. Aber entweder hast du noch keinen Gewinn, also du kannst dir das Tier noch nicht leisten, weil der Gewinn noch nicht da ist, der liegt aber schon hier. Oder es ist eben mit dem Tier irgendwas, dass du das, was du eigentlich aus dem Tier Positives ziehen kannst, noch nicht zu tragen kommt. Meine ich jetzt nicht irgendwie wertend, das Positiv ziehen, aber hat ja auch was Schönes für dich, ein Tier. Und dann haben wir Freunde, die habe ich auf 20 gelegt, die liegen hier. Das heißt, also hier sind viele Freunde aus der Vergangenheit, die, wo man sich spricht, Vergangenheit, Gewinn, Öffentlichkeit, doch, man sieht sich wieder, das habe ich jetzt gesucht, ob man sich wieder sieht, man sieht sich wieder und ist sehr froh drüber, es wird auch wieder ein Gewinn in deinem Leben sein und alles kommt wieder so in Ordnung in April. Also April wird hier ein schöner Monat, wo dann alles wieder so sehr in Ordnung geht. Das Einzige, was mich noch stört, ist der Verlust auf der Arbeit. Ich will da, ach, da habe ich doch schon die Liebe und die Familie draufgelegt. Weil du verlierst eine Familie. Ja gut, du verlierst den alten Arbeitsplatz oder wo du vorher warst, das verändert sich. Okay, hast du gern gemacht, hast du geliebt, diese Familie, die nur Arbeit gehabt hast, aber die geht in Verlust. Der scheint aber nicht so wahnsinnig tragisch zu sein. Also hier liegt jetzt nichts so Tränen, Kummer, Sorgen, also liegt nicht, also dürfte das jetzt auch nicht so das Problem sein. Da mit dem Geld alles in Ordnung geht, glaube ich, dass das auch in Ordnung geht. Dass auch wieder eine neue kommt. Du hast hier einen Neuanfang, 17, 18. Der Neuanfang ist dein Freund im Hier und Jetzt. Unbekanntes Geld. Ja, du hast leider auch keinen Vertrag liegen. Also ich kann es jetzt nur so sagen, es liegt jetzt nicht speziell, dass die Arbeit, dass du eine Arbeit findest oder eine neue Arbeit anfängst, aber es liegt hier um Geld rum so gut, dass ich eigentlich das eigentlich wirklich so annehmen muss. Also es geht im Verlust, was war, was du gern gehabt hast, was eine Art Familie war und es kommt dafür, jetzt etwas Neues, sonst würde nicht jetzt liegen. Okay, also Arbeit kommt. Das war mir jetzt bloß noch sehr unklar, darum wollte ich das jetzt unbedingt noch machen. So, dann habe ich das im Großen und Ganzen gehört. Also das einzige April-Negativ-Ding ist das hier praktisch. Dieser Kampf und diese Unordnung, die jetzt dich aber nicht seelisch belastet, da belastet dich das hier seelischer mehr. Diesen Kampf siehst du, kannst du aber sehr schnell transformieren und dich, also da wird es dein Vater oder den Herrn hier mehr, der wird mehr kämpfen mit der Sache. Bei dir ist das eigentlich nicht so schlimm. Du hast dein Problem hier, weil dir das alles zu lang dauert. Aber ich kann dir versichern, ist egal, um was das hier geht, um das Wissen, was du unbedingt haben willst. Das ist eine Transformation, also irgendwas ändert sich in deinem Leben und das weißt du schon und darüber willst du Wissen erlangen und das lässt auf sich warten. Hier mutlos, Hindernisse, es kommt nichts, du weißt nichts vom Neuanfang. Aber du kannst dankbar sein, alles ist gut, es wird alles gut, es dauert bloß. Also auch das Geld geht in die Heilung, das heißt dann schon, alles wird gut. Also lieber Krebs, im Großen und Ganzen bin ich hier sehr zufrieden mit deiner Legung. Du hast auch universelle Hilfe und Beistand und die Zauberin da, da kann schon gleich gar nichts mehr schief gehen. Sei nicht so ungeduldig, das ist Ungeduld hier. Weil du nichts siehst und nichts hörst und du willst unbedingt, und das ist Ungeduld, kommt im Hier und Jetzt und dieses Bald heißt wirklich bald, dauert halt mal 2 Wochen, 3 Wochen, was weiß ich, aber es ist nicht lange. Ja, und das solltest du, diese Geduld, dieses bisschen, was du auch lernen darfst, sollst, musst du, darfst, aber
Es ist nicht das Problem. Das, was dich selber blockiert, sind deine Emotionen durch deine Ungeduld. Und dadurch kannst du aber auch gewinnen, dass du lernst, damit umzugehen. Die Mutlosigkeit ist in der Öffentlichkeit, das heißt, du erwartest von einer Öffentlichkeit etwas, was jetzt auch noch nicht so kommt, aber im Endeffekt, wenn du Wissen erlangst, siehst du, dass es ein Gewinn ist. Was auch immer du da erwartest, alles ist gut. Alles wird gut, dauert bloß ein bisschen länger, wie du gerne möchtest. Ja, wie gesagt, es sollte alles gut gehen. Unbekannte Liebe, da ist natürlich auch ein bisschen was, aber auch das hier, Vertrauen kommt in Ordnung. Unveränderbar, Freiheit, Natururlaub, unveränderbar, kommst du ins Tun, in die Dankbarkeit, alles gut. Lieber Krebs, alles gut, es dauert bloß ein bisschen. Und hör auf, dich selber zu blockieren. Guck, warum dich das triggert hier, warum das alles so lange dauert, was da los ist, wirklich in dir selber. Dann findest du das auch gut raus und dann kannst du es auflösen und dann wird es dich auch nicht mehr ärgern. Im Endeffekt wird alles gut, lieber Krebs. Ich freue mich und wünsche dir einen wunderschönen April.